Super-RTL-Shows von damals. Man kennt sie, man liebt sie, man... Ja. Ihr solltet euch beeilen oder ihr verpasst das erste Loch. Oh nein, ich will einlochen, Man sollte vielleicht doch nochmal in die Vergangenheit schauen und hinterfragen, ob Kinderserien manchmal nicht doch weniger für die angedachte Zielgruppe waren. Ich meine, warum hatten alle meine Kinderserien 10 von 10 Goth Girls in ihren Nebenrollen? Kim Possible, Danny Phantom, Teen Titans, SpongeBob? Und mit den Totally Spies fange ich heute gar nicht erst an. Kennst du die noch? Die Serie war echt anders wild. Und Dragon Ball ist da auch ein einfaches Beispiel. Son Goku hat mit seinen kindlichen Patschhändchen mehr Katzen geklatscht, als ich in meinem ganzen Leben. Und haha, jeder Kindercharakter hat weniger Personal Space Verständnis als ein Schwarm Stechmücken und sich später dann wundern, dass man nur noch Handys auf den Markt bringen darf, bei denen die Frontkamera einen Luftschutz-Sirenen-Sound macht, wenn man auf den Auslöser drückt. Danke! Ich konnte das meinen Eltern damals echt schwer erklären. Gerade singt man noch Beyblade und denkt sich nichts Böses. Und im nächsten Moment guckt man Shin-Chan zu, wie er mit einem alten Mann Lichtschwerter kreuzt. War das das Weirdeste an der Folge? Just say yes to drugs! Nein! Aber Japan ist für uns ja heute Easy Mode. Und darum, hey Leute, ich bin's wieder, der... Eine ungewollte Erektion. Der Mann aus dem Internet. Nicht. Und wir schauen heute auf Dinge in westlichen Cartoons, die einfach nur WTF sind. Ich meine, wieso muss ich mir hier andauernd trauma-induzierende Stillframes anschauen? Kennst du das? Du schaust SpongeBob oder so und auf einmal... Why? Von japanischen Serien bekam ich zumindest nur Kribbeln im Schlauch und kein Rabattcoupon auf eine später unausweichliche tiefenpsychologische Therapie. That sure was fun, huh, kiddie? Aber genau um solche Erinnerungen wieder freizuschalten, bin ich ja heute da. Möchte mir jemand erklären, warum Baloo in einer gebannten Folge Baloo und seine tollkühne Crew eine Bombe in die Zeichentrickversion vom russischen Palast gebracht hat? Das ist komisch. Und ich hab, als die Tiere den Wald verließen, geliebt. Aber als die neugeborenen Mäusebabys dann formschön auf einen Dornbusch aufgespießt wurden, ging's dem kleinen Malte gar nicht mehr so gut. Schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare und vergiss nicht zu liken und zu abonnieren, wenn du noch mehr davon sehen willst. 15.000 Likes und ich sing das Digimon Dada Squad Intro. Alleine unter der Dusche. Aber ist ein Banger. Und jetzt müssen wir direkt mal zu meinem persönlichen Steckenpferd kommen. Kika, Super RTL, Pokito. In meinen Serien von damals gab es ganz entschieden viel zu hotte Charaktere. Ich weiß nicht, was es war, aber jede Serie meiner Kindheit hatte hotte Charaktere. Selbst die, wo man das wirklich überhaupt nicht gebraucht hätte. Die Powerpuff Girls. Grundsätzlich schon fragwürdig, wenn man mal betrachtet, wie oft Mojo Jojo sein verdammtes Gehirn aus dem Kranium fällt. Hatte zum Beispiel Sarah Bellum. Fällt euch kein Gesicht so ein? Naja, das ist ja auch logisch, wenn man bedenkt, dass die Frau zu 99% nur sehr viel Frau auf Stelzen war. 4 Frames gibt es in der gesamten Serie, in der man mal die Hälfte ihres Gesichts gesehen hat. Oh, Männer achten nur auf den Körper. Ja, guckt doch mal, was mir damals indoktriniert wurde. Die sind immer im Hirn. Und es ist ja auch nicht so, als würde ich da jetzt zu viel in die kopflose Frau reininterpretieren. Die Serie hat Miss Bellum nämlich nicht nur einmal genauso genutzt, wie man es erwartet. So, Snap. Here. Let me help you with that. Und er sagt mir mal, dass ich derjenige wäre, der objektifiziert. Die hat sich doch gerade selber zum Abspitzer degradiert. Und klar, die Powerpuff-Ultras unter euch werden jetzt natürlich sagen, das war gar nicht Sarah Bellum, das war Sidusa, die nur verkleidet versucht hat, die Stadt zu übernehmen. Und dazu sage ich, ja, aber... Ahuga! Das wahre Problem ist ja auch eigentlich der Bürgermeister, der ist nämlich fucking verheiratet und lässt eine fremde Frau trotzdem seinen Bleistift anfassen. Wie seine Frau ausschaut... Nun, hello there. Gehen wir, bevor es hier zu warm wird, doch lieber mal weiter zur nächsten Serie. Irgendwann war man dann ja zu alt für die Powerpuff Girls und ist stattdessen zu Kim Possible gewechselt. Aber ist es da besser geworden? Nein. Denn da hatte man, geh beiseite Kim, da hatte man dann Kims Mom oder natürlich Shigo. Mal ganz ehrlich, das ist jetzt wohl nicht der kontroverseste Take, aber bissige, gefährliche, magische Girl-Boss-Goth-Lady, die dir in Sekunden die Wirbelsäule brechen könnte? Smash. It's got tits. It's got 100% female. 100%. It's toxic, but you know, you overlook that. Smash. Trotzdem stellt sich allerdings die Frage, Mama Mia, warum mussten die in der Serie alle so hot sein? Hä? Mark McCorkle? Also, guilty pleasure, aber Kim's Dad. Und um ein wenig kontroverser zu werden, Hände hoch. Wer hat denn einen Crush auf Gadget von Chip und Chap? Would this make me a furry if I said smash? Smash. Okay, stopp. Wir können jetzt noch Ewigkeiten über hotte Mäuse reden, aber es gibt ja auch noch die andere Seite. Für jede überheiße Dame in Cartoons gibt es nämlich auch mindestens einen absolut unangemessen notgeilen Scheiße-Charakter, der schlichtweg zu weit geht. Na klar, es gibt Jiraiya, Sanji, Muten, Roshi, Rocco, aber kennt ihr noch Geekstar und Slacks von X-Ducks? Ja.
Splitterfinne. Ich hab sie gerade volle Kanüle angefingert. Wenn sich nämlich eine Serie gar nicht erst die Mühe gemacht hat, ihre kleinen Anspielungen zumindest irgendwie zu verstecken, dann war es diese. Daneben! Sauber eingelocht! Und darum nehmen wir X-Ducks auch direkt als Überleitung für unsere nächste Anschauung. Nämlich... Es wird ja immer gesagt, dass die heutigen Serien dumm machen würden, aber... Das war damals auch schon so. Wir hatten damals noch sehr viel schlimmere Serien als alles, was heute läuft. Damals gab es nämlich noch unabhängige Zeichentrickstudios mit unabhängigem Zeichenstil. Ihr wisst, welchen ich meine. Da war es noch ein Wettbewerb, wer den verstörendsten Charakter kreieren kann und nicht wer am meisten Merchandise-Sets verkauft. Aber nicht nur das Grunddesign war früher einfach etwas ungehaltener, auch was so auf dem Bildschirm passiert ist. Heute so, ja, Kinder müssen Moral und Werte beigebracht bekommen, wo man nur kann. Inklusion wird groß geschrieben und niemand muss sich für seinen Körper schämen. Freund für dich, du bist ein Freund für mich. Und damals? Die Hackfresse bringt 50 Punkte. 60, Hässlichkeitsbonus. Jesus, das lief so auf Super RTL. Wie wär's mit ein bisschen frischer Luft? Zurück ans Gerät, du Fußball! Ich weiß gar nicht, ob man heute noch Nein in sein Skript schreiben kann, ohne wegen Hate Speech in den Bleistiftknast zu kommen. Wie war das vor 20 Jahren noch okay? Allerdings. Und nur weil X-Ducks zumindest bei den durch den Quality-Check gekommenen Skripten ein Sonderling war, heißt das nicht, dass andere Serien weniger Trip gewesen wären. Kennst du noch Immer Ärger mit Newton? Oder wie ich es lieber nenne, Robin Williams als Genie war schon cool, warum machen wir dich auch einen formwandelnden blauen Charakter, aber erst ein abhängiger adipöser Lurch, damit Disney uns nicht verklagt. Objection! Ja, und dann war jede Folge einfach nur ein nachgemaltes Video von Tomatolix. Wenn du weißt, was ich meine. Ausgezeichnet! Prima! Hi, Betty! Das erinnert mich an die schlimmen Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das fasst eigentlich fast jede damalige Serie zusammen. Aber keine besser als die Tex Avery Show. Wenn ihr euch noch daran erinnert, mein Beileid. Tex Avery war einfach nur ein stinkender Haufen zusammenhangsloser Kurzgeschichten von verschiedenen Charakteren, die sich in lustigen Situationen wie Versicherungsbetrug, Sodomie oder sowas hier wiedergefunden haben. Ich möchte nochmal betonen. Kinderserie, er bläst Littlefoot gerade über seinen Arsch auf Amerikanermaße auf und dann prolapst der einfach zurück. Das ist doch nicht okay. Und auch Tex Avery war nicht gerade inklusiv in seiner Inklusion. Also, ich meine, jeder war vertreten, aber jetzt vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie man es heute moralisch erwarten würde. Aufgepasst, ihr armen Geisteskrüppel! Und generell gibt es noch endlos viele Beispiele, bei denen sich Kinderserien an Themen gewagt haben, die einfach außerhalb der Reichweite der Zuschauerschaft gehalten werden sollen. Und darum gucken wir jetzt noch auf die verbotenen Folgen! Verbotene Folgen gibt es ja aus vielen Gründen. Pokémon hat hunderte Leute ins Krankenhaus epiliert, bei den Gargoyles hat man einer Detektivin den Schwarz-Weiß-Modus im Real Life gezeigt, Australien mochte es nicht, als Peppa Pig Kindern verkaufen wollte, dass Spinnen ungefährlich sind. Oder Sharon Spitz hatte mal ihre Bazonkas bis zum Bersten aufgepustet. Sogar Mr. Krabs Höschenjagd ist inzwischen nicht mehr streambar. Höschenjagd! Höschenjagd! Aber schlimmer geht ja immer. Zum Beispiel hatte ich ja schon erwähnt, dass Baloo und seine tollkühne Crew wegen ihres animierten Attentats auf das sembrische Schweinereich auf der Liste von Serien mit gebannten Episoden Platz gefunden haben. Aber tatsächlich gibt es da noch eine zweite Folge, die schon vorher deleted wurde. Nämlich die Folge, in der Baloo die Atombombenabwürfe auf Japan rechtfertigt. Was? Yep! In der Folge 32, Last Horizons, findet Baloo nämlich eine geheime Stadt. Voller schlitzäugiger Panda-Bären mit Fu Manchu-Mustachios. Und wo man jetzt noch denkt, dass das explizit chinesischer Rassismus sein muss, ändert sich das, als die Pandalaner Cape Suzette den Heimathafen von Baloo angreifen. Und was soll ich sagen? Ein unprovozierter Überraschungsangriff auf einen Hafen durch asiatische Streitkräfte. Released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs. Ich sehe hier eine Realweltverbindung. Aber bei Disney's Pearl Harbor bleibt es dann nicht. Danach wird der Panda-Bären-Feind nämlich in einer riesigen Explosion in die Luft gejagt und Baloo macht noch einen lustigen Spruch darüber, dass das ja schon irgendwie verdient war und bekommt dann eine Parade für seine Taten. Yeesh! Und selbst die Looney Tunes bzw. Tiny Toons haben es geschafft, eine Folge entfernt zu bekommen. Zwar nicht für die Relativierung von Atombombenabwürfen auf Zivilisten, sehr wohl aber für Biertrinken von literarischen Babys. In der Folge One Beer haben die explizit als Grundschüler dargestellten Loonies, die wir alle kennen, nämlich ein schönes Nuckelchen aus dem Kühlschrank gemopst. But Buster, this isn't like you. I know.
Sie kündigen zwar an, dass heute die Gefahren von Ethanol behandelt werden, aber der Rest der Folge schaut eigentlich ganz schön ungefährlich und lustig aus. Will ja nicht sagen, aber wenn ich eine Lehrfolge gegen Extremsport mache, schaue ich ja auch keinen Warum Extremsport saumäßig Spaß macht Film. Die sitzen dann lustig auf ihrer Parkbank, singen oder so und haben einfach die Zeit ihres Lebens. Kam nicht so gut an als Präventionsfolge und ist entsprechend aus dem Programm getorkelt. Und jetzt gebe ich euch noch eine ganz besondere gebannte Folge. Die hier wurde nämlich nie gebannt. Nicht hinterfragen. Einigen unter euch ist Invader Sim vielleicht noch ein Begriff. Diese Serie war ohnehin schon oft sehr... anders. Vor allem bekannt dafür, dass es wirklich die einzige Kinderserie ist, bei der Charaktere onscreens sterben, ist Invader Sim vor allem durch seinen Designer und Produzenten Jonin Vasquez bekannt. Der hat vor Invader Sim nämlich Comics gemacht. Comics wie Johnny, the Homicidal Maniac. Und irgendwer von Nickelodeon hat das gesehen und sich gedacht, Alter, ja, genau der muss unsere Kinderserie schreiben und sich dann hinterher gewundert, dass die Serie doch recht dunkel war. In der Mitte von Staffel 2 haben dann auch die Anzug-Heinis bei Nickelodeon genau das mitbekommen, die Serie still und leise abgesetzt. Aber lange davor, noch in Staffel 1 gab es die Folge Dunkle Ernte, bei der ich wirklich, wirklich, wirklich nicht verstehe, wie die so rauskommen durfte. Bei dieser wollte unser kleiner Alien nämlich menschlicher wirken und hat sich darum etliche Organe einverleibt und... ich habe keine Ahnung, aber here we are, gibt's jetzt auf Apple TV. Und wenn du noch mehr Wahrheiten in dein Hirn gestreamt kriegen willst, klick dich doch mal rum. Es ist schön dort. Toll. Ich esse dein Organ. Pff.